darf die Arader vorstellen, nachdem ich aus Rumänien komme. Arad ist ja in Rumänien. 1993 wurde sie gegründet und ist inzwischen volljährig, die Volkstanzgruppe des Arbeitskreises Banatia in Arad. Es sind Jugendliche, die aus Arad kommen und, die der Spaß am Tanzen zusammengeführt hat. Ich darf Sie ruhig auf die Bühne bitten, dann kann ich Ihnen auch etwas über Ihre schönen Trachten sagen. Das sind die richtigen Kirchweihtrachten, die aus Arad kommen. Die Rosa-Tracht, das ist eine neuere Kirchweihtracht aus der Arader Gegend. Die weiß geblümte Tracht, die weiße Tracht im Hintergrund, die hat man noch Anfang des 20. Jahrhunderts getragen. Und wie Sie sehen können, haben die Männer so schöne Hüte, die so mit Blumen verziert sind. Das machen alles die Mädchen. Und die sind so ein richtiger Blickfang, auch für unsere Kameras, jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Nach mehreren Auftritten in und Ausland sind sie heute bei unserem Fest Klänge der Heimat hier in Fünfkirchen dabei und sie werden alles tanzen, von der Polka links, rechts, vorn, zurück bis hin zum Zillertaler Hochzeitsmarsch. Einen Applaus für die Volkstanzgruppe des Arbeitskreises Banatia. Komm, geh mit mir, heut Nacht zum Herzaltanz.
doch ganz. Wenn dann das Geigerl klingt, man von der Liebe singt, dann weiß ich ganz genau, das Glück für uns beginnt. Ganz genau das Glück für uns beginnt. Wenn dann das Geiger klingt, man von der Liebe singt, dann war sie ganz genau das Glück für uns beginnt.
Danke, danke, danke. Das waren unsere lieben Arader. Und ich möchte jetzt recht herzlich auf die Bühne bitten, ihre Leiterin, die Frau Adelheid Simon. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Ja, ungefähr. Ungefähr. Wie alt seid ihr? Ich meine jetzt die Gruppe. Also die Gruppe ist volljährig. Also. Das ist gut. Okay, wir wünschen euch viel Erfolg noch. Wir hoffen, dass wir uns oft gegenseitig wiedersehen. Einmal hier in Fünfkirchen, einmal in Arad, irgendwo im Banat. Danke, schön, dass ihr da wart oder da seid und bleibt noch uns ein bisschen da. Wir bleiben sicher und wir freuen uns, dass wir diesmal auch eine Gruppe sind, die zählt und auch hier sein dürfen. Dankeschön, diese Gruppe zählt bei uns. Danke.